Na, mein Junge. Du siehst gut. Randvi, unsere Arbeit in Oxenaforce ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Von Fulke? Götter, diese Drude. Er liegt dort auf dem Tisch. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an. Demselben Orden, dem Kyrtvi folgte. Und den Basim und Haitham zu vernichten geschworen haben. Eivor, was ist geschehen? Sigurd wurde von König Elfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Kjetvis sonst, wo keine Walküre ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder Welch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie.
Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann hat er Spuren hinterlassen. Oh nein. Eivor, hier drüben! Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin. Lassen wir uns nicht beirren. Vorsicht, Peter. Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch. Ich kann ihn aber nicht zuordnen. Nicht des Todes, sondern irgendwie angenehm. Werch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Wieso sollte er sein Lager verlassen? Wo könnte er hingegangen sein? Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Nass. Hat sich wohl eingepisst. Dann Eivor! Eivor, komm hier entlang! Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Well? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Werf führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Bist du sicher? So sicher, wie du hier vor mir stehst. Er ist zurück. Werfs Beschützer ist zurück und führt uns zu meinem Bruder. Wo bist du? Eivor, ich bin hier! Yes. Komm! Peter? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Petra, zeig dich mir! Es wird... Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eivor, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht.
Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen in den Hügeln und Tälern von Mercia? Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du, meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Kepner? Hier in Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim! Geh jetzt! Oder finde hier den Tod! Was hast du mir angetan? Verflucht seist du! Was hast du Petra angetan? Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Eivor, ich bin doch hier! Du musst mit den Kadavern sprechen! Ah, ja. Verzeih. Komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden. Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den Weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Ach, wie schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, sieh dort! Welch seltsamer Seder, Petra. Wo bist du? Eivor, komm! Ich bin hier oben! Petra, wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Komm einfach zu mir. Ich zeige es dir. Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein, 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 nein. Zu weit! Zu weit! Unglaublich! Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Hier waren wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein, die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr Eichhorn. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berg gesehen? Verflucht! Der spricht ein Kaninisch. Petra, rasch! Genau wie damals. Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher. Nein, bitte nicht. Verschwinde nicht. Noch nicht. Erst müssen wir werfen.
Nein, nein! Geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Wer? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Einen schönen Tag noch, Fremder. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Winland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unseren geschätzten Dränger bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Guten Tag, Eivor.
Schön. Wie ihr im schönsten Rausch einen weißen Hirsch durch den Wald jagt. Mein Gott, ich konnte kaum atmen vor Lachen. Sieh dir unbedingt die neuen Sachen an. Zeig mir, was du anzubieten hast. Hast du alles? Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Das können wir immer gebrauchen. Fertig? Ich muss gehen. Bleib gesund. Grüß Petra, wenn du sie triffst. Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Sei gegrüßt, Eivor. Auf nach Vinland. Los! Spring rein, wir brechen jetzt auf. Drei kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfn. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht.
Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Darf ich fragen, hast du das da irgendwo gesehen? Olaf, den Glücklosen? Warum hast du ein Auge auf ihn? Ist es das? Nein, nein. Ich sorge mich nur um ihn. Das ist alles. Oh, dann habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. Nessa, hat dein Schiff Englerland zum Ziel? So ist es. Willst du zurück dorthin? Nein, ich muss noch einiges erledigen. Oh, lass dir nicht zu viel Zeit. Wir müssen vor den Winterstürmen über die kalte See. Nimm dir eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Es ist ein einziges Durcheinander. Wenn es so durcheinander ist, dann räum auf, Kuhhirn. Er hat Olaf geschlagen, hat ihn verprügelt und im Lagerhaus eingesperrt. Weißt du auch warum? Weil Olaf Gorm bestohlen hat und erwischt wurde. Du stiehlst nicht, oder? Nein, nein. Gut. Jetzt weniger jammern, mehr arbeiten. Gorms Lagerhaus. Ein guter Anfang. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich hab Ale für dich, Ort, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Koffer, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi. Bitte. Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Wenn ich Olaf finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Fußabdrücke. Vielleicht Olafs. Götter. Solch einen Ort sah ich noch nie. Huh?
Egon Gigerun will. Diese beiden geben sich wie Anführer. Einen Versuch ist es wert. Seid gegrüßt, Freunde. Versteht. Können wir uns verständigen? Oya, ganyatarake heronu. Joknohoda tigade igarungwe. Spricht jemand von euch Nordisch? Oder Sächsisch? Zatzadegwat gigarungwe. Jate tzidewayanderi. Jate jungwe herize onanzi ni toditni guhra di hantos ne ga'a. Giga otzi da'a, wahuna daro ne gigarungwe. Tigade na ne'e. Das ist Zünen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja dahawe giga, zi nue oya ganyatara keronu itres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha doga ahuna darohage giga. Söhne, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga, oya ganyatara keheronu, rodaska. Das ist eine Sprache, die ich kenne, aber die Worte klingen wirr. Satundega tiga, rojadatkun, satsetsant doga asqueni, toner, erda anja da hawite negaa. Dann warte ich mein Auge in die Quelle! Klingt nach dem Gerede eines Seers. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Es ist eine Frage der Ehre und in dieser Hinsicht schuldet mir Gorm etwas. Belassen wir es dabei. Oh, gut, ja, Ehre ist gut. Olaf wird dir helfen. Olaf wird dir so sehr helfen. Ehre ist das Einzige, ja? Das Einzige. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut. Weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er der fiese, fiese Backhaut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm noch, komm.
Olaf, würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seinem neuen großen Freund erzählen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wo er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Wenn er sagt Grab, dann gräbt er. Ist seltsam. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Da! Jenseits des Flusses. Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Und das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Er scheint Waren tauschen zu wollen. Das geht auch noch, oder was geht hier? Neon hat a joy under there. O tena gant des a duhun zoni? Jo yonder de zino ho da wasser da go. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich kann in die Wälder gehen, direkt zu Gorm. Oder Rohstoffe sammeln und gegen bessere Waffen eintauschen.
Gorm ist irgendwo in diesen Wäldern. Zeig mir, was vor uns liegt.